Na, ich möchte die gute Entwicklung von Wuhan weiter vorantreiben und auch mit den Bürgerinnen und Bürgern begleiten. Ich möchte also die vielen liebenswerten, lohnenswerten und lebenswerten Facetten von Wuhan weiter mitgestalten. Bürgerbeteiligung hier vor Ort ist unmittelbar und direkt, weil wir gestalten hier direkt das Lebensumfeld der Menschen. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß zu sehen, auch im Bahnhofsumfeld, wo wir ja auch einen Workshop gemacht haben mit Bürgerinnen und Bürgern, wo dann auch direkte Ideen der Menschen, die wir dort entwickelt haben, in den Planungsprozess eingeflossen sind. Zum Beispiel eine direkte Anbindung des Bramscher Berges an die Altstadt, dass also der Bahnhof direkt überquerbar ist für Radfahrer und Fußgänger. Also mir ist ganz wichtig, dass Bramsche familienfreundlich ist, und dazu gehört ganz unmittelbar, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Wir sind ja auch in den vergangenen Jahren da sehr erfolgreich gewesen. Wir haben ja ca. 25% Zuwachs in den letzten 5 Jahren bei den Kita-Plätzen. Und wir bauen ja jetzt zum Beispiel am Pentherweg noch eine große Kita mit ca. 150 Plätzen. Da sind wir unmittelbar davor, dass wir den ersten Spatenstich machen können. Ich glaube, insgesamt sind wir trotz eines schwierigen Umfeldes, insgesamt durch Onlinehandel und so weiter, in Bramsche gut aufgestellt. Wir haben eine sehr aktive Stadtmarketing GmbH, die ständig auch neue und kreative Ideen entwickelt. Ich darf da jetzt nur mal an den Stadtgutschein vielleicht erinnern. Da geben wir 100.000 Euro von der Stadt und so binden wir 500.000 Euro direkt in Bramsche bei den Einzelhändlern. Und wir haben noch viele inhabergeführte Einzelhändler. Das ist mir ganz wichtig. Und es ist mir auch wichtig, die zu unterstützen, indem wir auch weiterhin kostenlose Parkplätze in Bramsche anbieten. Also auch bei den Gewerbeflächen sind wir sehr gut aufgestellt und wir haben da eine sehr gute Entwicklung. Direkt an der A1 in Schlepptrupp haben wir neue Flächen entwickelt. Auch alle Flächen sind dort vermarktet. Es ist uns gelungen, internationale Betriebe nach Bramsche zu locken. Und wir haben auch da mit den Anwohnerinnen und Anwohnern dieses Gebiet quasi zusammen entwickelt. Auch das war mir wichtig und das hat auch für eine große Akzeptanz dort gesorgt. Der Breitbandausbau ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Ja, die Digitalisierung von Schulen in dem Zusammenhang ist ganz wichtig, müssen wir weiter daran arbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich die Förderung des Radverkehrs und die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, also von Bus und Schiene. Für alle Maßnahmen, die wir ergreifen, müssen wir jedoch einen Leitgedanken verinnerlichen. Wir müssen im Sinne des Planeten agieren. Investitionen und Handlungen müssen zukunftsorientiert und nachhaltig angelegt sein. Der Umwelt- und Klimaschutz hat höchste Priorität. Nur so können wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt und ein lebenswertes Bramsche hinterlassen. Wir sind im Bramsche bereits auf einem guten Weg, können und müssen aber noch mehr tun. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken.